Die Finanzierung von Bau und Unterhalt der Bahnen ist mit erheblichem Kapitalaufwand verbunden. Die Ausgabe von Aktien und Obligationen leisten dazu einen wichtigen Beitrag. Gerade für die nicht an den Börsen kodierten Gesellschaften stellt das eine große Herausforderung dar. Durch den Verkauf besonders schmuckvoll gestalteter Wertpapiere wird die Bereitschaft bei den Bahnfreunden erheblich gesteigert, sich an den Bahnunternehmen finanziell zu beteiligen. Top of Europe, so heißt die höchstgelegene Bahnstation in Europa auf einer Höhe von 3.454 Metern. Die Anreise mit der Berner Oberlandbahn beginnt in Interlaken Ost und führt nach Grindelwald oder Lauterbrunn. Dort steigt man um in die Wengernalbbahn und erreicht die kleine Scheidegg. Von hier bringt uns die Jungfraubahn zum Ziel auf das Jungfraujoch. Im August 1893 hat der Schweizer Unternehmer Adolf Guiazeller die Idee zum Bau einer Bahn auf das Jungfraujoch. In einem Kurhaus in Mürren fertigt Guiazeller erste Skizzen einer Linienführung von der kleinen Scheidegg auf die Jungfrau an. 1896 beginnen die ersten Arbeiten zum Bau der Bahnlinie. Die 9,3 Kilometer lange Strecke, größtenteils in Tunneln durch den Fels geschlagen, wird 16 Jahre nach Baubeginn im Jahre 1912 eingeweiht. Guiazeller persönlich hat im Dezember 1898 die erste Aktie zur Finanzierung als Präsident der Jungfraubahngesellschaft unterschrieben. Guiazeller verstarb im April 1899 und konnte somit den weiteren Verlauf dieser Erfolgsgeschichte nicht mehr erleben. Auf der kleinen Scheidegg mit dem einzigartigen Panorama auf das Dreigestirn von Eiger, Mönch und Jungfrau, direkt unterhalb der berüchtigten Eiger Nordwand, beginnt der letzte Teil der Reise zum Jungfraujoch. Einen unvergesslichen Ausblick direkt aus der Eiger Nordwand bietet der Zwischenhalt der Jungfraubahn auf der Tunnelfahrt zum Top of Europe. Zur Finanzierung musste immer wieder neues Kapital beschafft werden, sei es über die Ausgabe von Obligationen oder neuen Aktien. Die Finanzierung für Unterhalt und Betrieb der Jungfraubahnen erfolgt auch heute noch unter anderem über Aktienkapital. Jedoch werden diese Wertpapiere nicht mehr physisch ausgegeben, sodass sich diese alten Dokumente mehr und mehr zu gesuchten und raren Sammlerstücken entwickeln. Einen überwältigenden Ausblick auf den 5 Quadratkilometer großen Concordia-Platz und den Aletschgletscher bietet die Aussichtsterrasse des Sphinxfelsen auf dem Jungfraujoch.